Zum vorletzten Heimspiel empfingen die Torgelower Kicker die Mannschaft vom Rostocker FC. Leider musste bei dieser Partie Dreier pausieren für ihn dann im Tor Baske. Des Weiteren verletzten sich im Spiel eine Woche zuvor Gude und Allard. Hier die Aufstellung für diesen Tag. Öfele von Beginn an wieder mit von der Partie im Sturm Thiel und Eckert. Es war schon überraschend, dass wiederum Putzki auf der Bank erst einmal Platz nehmen musste. Aber der Trainer wird schon wissen, warum. Hier der Vorplatz im Stadion. Im prächtigen Grün. Ja, und Spieler und Fans mussten warten auf die Gäste, denn sie kamen erst verspätet an. Das Spiel konnte eine halbe Stunde später erst angepfiffen werden. So gegen 14.30 Uhr. Und los ging es. Ja, die Torgelower macht den gleich von Beginn an Druck. Hier die erste Möglichkeit in der dritten Minute für Glant. Aber der Gästetorwart parierte seinen Ball. Die erste gefährliche Aktion der Rostocker, aber die Abwehr konnte diese Situation bereinigen. Dann eine weitere Möglichkeit für den Gast. Schöner Angriff. Scholz mit der Elf. Ja, und da konnte noch einmal ein Torgel abblocken. Nachschuss. Wurde nochmal abgelegt, der Ball. Und dann wieder Ballbesitz für die Greifen. Ja, da zeigten die Rostocker, wie gefährlich sie im Angriff waren. Der Gegenangriff läuft. Eggert mit dem Ball, aber dann aus. Schöner Schuss von Kossiel. In der 12. Minute, aber wiederum Endstation beim Torwart. Dann Bernstein versucht es aus der zweiten Reihe. Fast kam noch Martens an das Leder. Das war in der 16. Minute. Glant flankt in den Strafraum. Aber dann konnten die Torgelower auch diese Möglichkeit nicht nutzen. Schon längst hätte man mit 1:0 führen müssen. Hier ein weiterer Angriff. Der Greifen. Schöner Seitenwechsel. Flanke. Aber dann wiederum der Torwart vom Rostocker FC. Bernstein mit einem indirekten Freistoß. Schön. Auf Martens. Thiel verlängert den Ball. Und beinahe hätte es eingeschlagen zum 1:0. Aber immer noch torlos in diesem Spiel. Viele gute Möglichkeiten für die Torgelower. Die gingen wirklich schlampig wieder mit diesem Vorteil. Oh, Martens setzt sich wunderbar durch. Vernascht am Ende noch den Torwart. Und dann steht es endlich 1:0 in der 35. Minute. Hier nochmal wunderbar gemacht. Kossiel sieht Martens starten. Der spielt das Leder genau in den Lauf. Und dann steht es 1:0. Dieses Tor war schon längst überfällig. Können die Greifen nochmal kurz vom Halbzeitpfiff nachlegen? Kossiel wird hier zu Boden gerissen. Freistoß. Doch dieser brachte nichts ein. Noch ein schöner Schuss.
Janne, was wartet der denn noch? Kaum was zu sehen in der ersten Halbzeit vom Rostocker FC. Und mit dieser knappen Führung ging es in die Pause. Ja, vielleicht hätte man für eine kleine Vorentscheidung sorgen können müssen im ersten Durchgang. Somit nur 1:0 und die Fans hofften auf mehr Tore in Halbzeit 2. Das Wetter war wirklich zum Genießen. Temperaturen um die 20 Grad bei herrlichem Sonnenschein. Und hier starteten die Gäste hervorragend. Im zweiten Abschnitt, Baske verhindert hier noch den Ausgleichstreffer. Doch kurz danach war auch er machtlos und Scholz schob ein in der 49. Minute zum 1:1. Ja, da sah die Torgelodeckung wirklich nicht gut aus. Beinahe wären die Greifen wieder in Führung gegangen. Doch immer noch spielte man zu umständlich im Angriff. Das war auch schon in Neubrandenburg zu sehen. Anders die Rostocker, sie nutzten ihre Möglichkeiten und gingen sogar in Führung in der 58. Minute. Wiederum Scholz. Eigentlich wollten doch die Torgeloer dieses Spiel gewinnen. Man war gewillt, noch den dritten Platz zu erreichen. Hier hatten die Fans schon den Torschrei auf den Lippen, aber es war nur das Netz von außen, was getroffen wurde. Eine weitere gute Möglichkeit für die Ostseestädter. Ja, nun waren die Greifen in Zugzwang. Dann Bernstein macht den ersten Treffer für die Greifen in einem Pflichtspiel. Das passierte in der 62. Minute. Er bemühte sich, dem Torgelower Spiel Impulse zu geben, wie auch in dieser Szene. Bernstein auf Martin, doch dieser lässt den Ball zu einem anderen Spieler spielen. Dann die Rostocker. Hier die Szene. Der Schiedsrichter zeigt Abseits. Baske kam aus dem Tor gerannt, riss den Gegenspieler um und eigentlich folgerichtig die rote Karte. Aber was war eigentlich vor dieser Aktion? Der Linienrichter zeigte auf Abseits, aber der Hauptschiedsrichter ließ das Spiel weiterlaufen. Im Nachhinein stellte sich heraus, es war passives Abseits und somit lag er gar nicht so falsch. Dreier musste ins Tor. Der anschließende Freistoß konnte pariert werden. Ja, nur noch mit 10 Mann auf dem Platz und man musste dann wiederum einen Rückstand mit ansehen. 3:2 für die Gäste. Kusawe sorgte für diesen dritten Treffer. Ja, da sah insgesamt die Torgelerdeckung ganz, ganz schlecht aus. Dreier vielleicht ein Stück zu weit vor seinem Kasten. Aber da haben auch andere Mitspieler Schuld an diesem Treffer. Und nun warfen die Greifen alles nach vorne. Beinahe Postwenden, der Ausgleich. Thiel mit einem Freistoß, aber der Ball geht über die Latte. Ja, wobei sie aber mit 11 Mann sind, ne? Ja, nur noch 10 Mann auf dem Platz bei den Greifen.
Und man drückte jetzt auf den Ausgleichstreffer. Kostil mit einem wunderbaren Schuss. Der Ball springt vom Innenpfosten ins Tor. Und in der 82. Minute steht es 3:3. Es ging also in Halbzeit 2 drunter und drüber. Schon 5 Tore bekamen die Zuschauer zu sehen. Leider nicht immer auf der gewünschten Seite. Ein Eckball und da konnte ein Rostocker auf der Linie retten. Beinahe also noch die Führung. Ja, die Greifen wollten es jetzt nochmal wissen. Ein wunderbarer Kopfball. Die Chancen waren da zur Führung. Dann Putzki lässt sich hier in einem Gerangel zu einer Tätigkeit hinreißen. Oh, da muss er besser aufpassen. Nicht besser in diesen Situationen im Griff haben. Wie wird der Schiedsrichter jetzt entscheiden? Er holt sich beide Spieler heran. Ja, viel Diskussion, viel Hektik in dieser Partie. Eine aufgeheizte Stimmung bei den Fans. Gelb für den Rostocker. Welche Karte sieht Putzki? Der Schiri schaut und zeigt die rote Karte für Putzki. Zweiter Platzverweis in diesem Spiel. Und jetzt waren die Gemüter erhitzt. Warum sah der Rostocker gelb und Putzki rot? Aber auch diese Karte war nicht unberechtigt. Es lag eine Tätigkeit vor. Dann noch eine halbe Chance für die Rostocker. Dann war Schluss. 3:3. Nur 3:3, muss man eigentlich sagen. Und die Fans waren aufgebracht. Machten ihren Unmut laut. Aber das brachte alles nichts. 3:3 am Ende. Die Greifen hatten es in der ersten Halbzeit in der Hand. Den Sack schon frühzeitig zuzumachen. So verlor man wichtigen Boden zum Platz 3.